In unserem Land jemanden über 40 zu finden, der ganz passabel ist, grenzt an ein Wunder. Lass dir das nicht durch die Lappen gehen. Kate! Gerald, du sagst es, aber ich lass mich doch mit niemandem ein, nur weil er ganz passabel ist. Und Einrichtungen für Erwachsenenbildung sind wunderbare Orte, um gleichgesinnte Freunde zu treffen. Jetzt komm schon! 45-Jähriger sucht Partnerin für aktives Leben? Hören Sie auf, meine kostbare Zeit zu verschwenden. Das war noch gar nichts. Euch zwei überbiete ich lässig. Gerald, wer war dieser Organist heute? Jed Willis. Sie haben mich unterrichtet. Kann ich was für Sie tun? Gut georgelt. Ich denke, dass ich auf einer Beerdigung Sex mit einem 25-Jährigen hatte. Was hast du gerade gesagt? Guten Abend, Tarzan. Ich suche Jane. Du hast doch nicht etwa die Absicht, dich mit diesem Individuum auf irgendeine Art von Beziehung einzulassen? Wo liegt eigentlich das Problem? Wir haben uns getroffen, wir haben uns wieder getroffen, wir haben Sex. Es ist schön, ich genieße es. Du gibst mir das Gefühl, wirklich zu lieben. Geht's dir auch so? Oder bin nur ich es, der dich liebt? Ich finde diese Idee dermaßen schlecht. Ich habe recht. Wirst schon sehen. Wir werden es nämlich beweisen. Er würde mir nie so etwas Schlimmes antun. Niemals. Kate! Du hast mitgekriegt, dass sie Gerald heiratet? Wir müssen es verhindern. Er ist der Falsche. Das gibt ein Desaster. Andy McDowell. Imelda Staunton. Anna Chandler. Ich will sofort in deine Muschi rein. Jetzt gleich. Heiraten für Fortgeschrittene.